Hallo meine lieben Freunde, es ist Montag, es ist ein bisschen späterer Montag und also die meiste Zeit des Tages ist vorbei, kann ich mit gutem Gewissen sagen. Dieses Flugzeug habe ich mir letzte Woche gekauft, es ist irgendwie ganz frisch erschienen, ist auch nicht wirklich teuer und ich habe ja in letzter Zeit einige Ausnahmen gemacht, die mich regelmäßig kontaktieren bzw. meine Filme sich anschauen. Die werden wissen, dass ich gewisse Regularien für mich selber habe. Ich habe gesagt, also nicht über 3 Motoren, keine großen Jets, keine Kampfflugzeuge. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich mag kleine, alte und langsame Flugzeuge. Ich kann mittlerweile, also was heißt ich kann? Ich bin auch letztens mit einem Business Jet geflogen und gelandet. Es war gar nicht so schlecht. Aber mein Herz hängt an anderen Dingen. Ich mag Kolbenmotore. Ich mag Propeller, die sich drehen. Da bewegt sich was, da sieht man was. Und außerdem ist das Fliegen relativ langsam und gemütlich. Und spielt sich auch höhentechnisch in anderen Sphären. Diese Short Sunderland, das ist wohl die Mark 3, ist schon was Besonderes für mich, weil die hat während der Blockade von Berlin, da müsst ihr bitte recherchieren und selber euch interessieren, falls ihr das nicht wisst, aber Berlin war ja sozusagen ein Stück Westen, also Westalliierte, umgeben von dem Ostblock-Alliierten und die haben einfach gesagt, hey, wir wollen Berlin auch haben und wir machen jetzt einfach die Grenzen dicht, dann werden sie uns schon reinlassen und werden uns das bisschen Land geben oder die kleine Stadt geben. Und dann haben wir Ruhe, hat natürlich nicht funktioniert, weil der Westen hat sich gedacht, hey, den Berlinern helfen wir haben eine Verantwortung, haben eine Luftbrücke gegründet und da sind in der Hauptsache DC-6 und ein paar DC-3 geflogen. Der DC-3-Flieger, den haben wir hier im Spiel, die DC-6 haben wir auch im Spiel oder in unserer Simulation. Und die DC-3 war sozusagen der Vorreiter. Der hat sozusagen die ersten Flüge von Frankfurt nach Berlin, von Berlin nach Frankfurt gemacht. Später kamen dann die DC-6 dazu. Die haben die doppelte Ladekapazität. Und ja, da waren einfach weniger Flüge für die gleiche Menge an Ladung zuständig und notwendig. Dieses Flugzeug hat die Brücke mit versorgt. Diese Luftbrücke ist aber nicht in Berlin-Schönefeld gelandet, sondern in der Nähe von dem Flugplatz, Militärflugplatz Berlin-Gatow. Und da gab es die Havel, da gibt es die Havel, die ist ja noch da. Und so ziemlich gegenüber vom Wannsee, das ist vielen vielleicht sogar ein Begriff, es gibt ja auch das Bad die Badehose ein. Und nicht wie ab zum Wannsee, verkürzt versteht sich. Und ja, dieses Flugzeug ist da gelandet und da dachte ich mir, hey komm, das Flugzeug ist gerade rausgekommen und das macht einen ganz guten Eindruck. Also der das Flugzeug gebaut hat oder entwickelt für unseren Microsoft Flight Simulator zur Verfügung stellt, hat ganz toll dieses Flugzeug beschrieben und. Aber das ist es dann auch schon. Also um es vorwegzunehmen, ich spoiler jetzt mal ein bisschen Finger weg. Schade ums Geld. Im Großen und Ganzen von Nahen betrachtet, es ist jetzt, also erstens ist das Flugzeug insgesamt ja keine Schönheit. Aber ich möchte mal sagen, auch so von der Gestaltung her, lassen sich ein paar Dinge erkennen, wo man sagt, okay, das geht, ist gar nicht so schlecht, aber dann gibt es auch relative Lieblosigkeiten und das ist noch nicht alles. Es gibt Dinge, die funktionieren nicht, es gibt Dinge, die sind schrecklich. Diese mega verrosteten Auspuffrohre hier sind, ja, dann guckt euch mal die Fensterrahmen, wie sehr die Fenster hier rausstehen, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man das früher so gebaut hat. Wulstige Schweißnähte, es verpixelt manchmal ein bisschen, aber noch nicht alles, noch nicht alles. Wir gehen hier rein, das ist der Führerstand, wir können ein paar Dinge machen, den Piloten kann man wegklicken,
den Mitarbeiter kann man wegkriegen. Das hier habe ich noch nicht rausgefunden. Aber wahrscheinlich werde ich das auch nicht, weil ich werde es nach diesem Video wieder deinstallieren und werde mir selber in den Hintern beißen über das Geld, das ich sozusagen in die Tonne geschmissen habe. Die Schalter sind beschriftet. Hier unten ist kein einziger Schalter beschriftet. Ich versuche mal mit der Maus, was Standard ist, den Motor 4 zu beschleunigen. Okay, geht nicht. Schauen wir doch mal hier. Okay, geht auch nicht. Und so zieht sich das über viele Dinge hinweg. Hier kann ich auch nicht den Gemischhebel Oh! Okay, der funktioniert. Der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. Der funktioniert mal wieder. So, hier haben wir die Propellerverstellung. Okay, da funktionieren erstaunlicherweise alle. Also ihr könnt halten, was ihr, also ihr dürft eure eigene Meinung geben. Ich will ja nicht euch meine Meinung aufbringen. Das liegt überhaupt nicht in meiner Absicht, aber ich finde, mir gefällt hier gar nichts. Das sieht sehr zusammengeklemmt aus. Es sieht, hier sind keine Schrauben, keine Nieten. Also hier liegt im Detail keine Liebe. Jetzt mache ich mal einen Spaß mit euch. Ich versuche mal ins Flugzeuginnere zu gehen. Wo bin ich denn jetzt? Achso, jetzt bin ich schon nach draußen. Also es gibt nirgendwo Kollisionen. Und das ist sozusagen das Flugzeuginnere. Das ist das Flugzeuginnere. Ich verlange nicht, dass das Flugzeug von innen jetzt cool aussieht. Aber irgendwas ist hier komisch. Ich sehe nach draußen und das ist sozusagen der Rumpf, aber wenn ich jetzt nach draußen gehe, dann sehe ich wieder Rumpf. Also das ist ganz, ganz komisch für mich. Da finde ich das schöner, wenn ich dann die Möglichkeit nicht habe, wenn sozusagen hier die Wand sagt, okay, hier kommst du nicht gut, Alter. Dann ist das okay für mich. Aber ich kann durch das Flugzeug irgendwie durchswitchen, aber ihr wisst, was ich meine. Hier verstellt sich nichts, hier nicht. Und dann geht es auch noch genau andersrum, wie man es möchte. Ihr seht es an der Maus. Die Propeller drehen bei diesen alten Motoren 3700 Umdrehungen, da kann auch nicht irgendwas nicht stimmen. Das sind Schalter für die Zündung, aber was ist hier? Ne, das ist der Start. Ich schau mal. Also hier, doch, hier kann ich ihn bewegen. Jetzt habe ich wieder angemacht. Die Geräusche finde ich auch schon, aber das ist jetzt nicht mein größtes Manko, dass ich die Geräusche komisch finde. Irgendwo. Also die Schalter sind ganz schwierig zu bewegen. Und auch hier keine Beschriftung, nichts dran. Also das ist auch sehr lieblos. So, dann gehen wir mal in den Außenbereich. Ich habe mir ganz viele Bilder angesehen von der Short Sunderland und ich habe keinen Wasserruder gefunden. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal voll nach rechts und ich versuche mal das Flugzeug jetzt. Die Bemühung ist, geht ja darum, langsam das Flugzeug zu drehen.
und ihr seht da hinten am Horizont, keine Ahnung, ein Haus oder irgendwas. So, wir sind jetzt bei ungefähr 20 Stundenkilometer. Das Flugzeug bockt und dreht sich nicht. Ich erhöhe die Geschwindigkeit ein bisschen. Wir sind ein ganz bisschen von dem Kurs weg. Ihr seht, da drüben ist es aus. Jetzt drehen wir uns ein ganz kleines bisschen. Da oben könnt ihr sehen. Aber wenn man auf der Hafen landet, wo man was weiß ich, 30, 40 Meter zum Wenden hat, dann sind 50 Stundenkilometer und guckt, wie sich das dreht. Es dreht sich gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn wir schon mal außen sind, das sieht mir sehr, sehr billig aus. Hier auch mit dem Gehopse von dem Spiegelbild. Das Ruder läuft wieder aus der Mitte, ihr seht hier. Naja gut, das würde ich jetzt nicht mal unbedingt bemängeln. Okay, dann sind wir jetzt in Richtung freies Meer. Wir sind jetzt bei der Maximaldrehzahl, von der ich weiß, dass sie bei Sternmotoren üblich sind. Und jetzt gebe ich mal Vollgas. Und der Sound. Jetzt mal ehrlich, tut das irgendwie nicht akustisch ziemlich weh? Schau mal die Landekörper ein. Schaut mal, 3800 Umdrehungen. Wir haben hier keine Rotax-Motoren verbaut, die mit 5000 Umdrehungen drehen. Und es geht heute überhaupt nicht um das Flugzeug. Das Flugzeug, das ist auch noch eine Ausnahme, die ich gemacht habe. Normalerweise gab es davon ganz, ganz wenig zivile Varianten. Es gab einige. Ich glaube, die coolste Variante war, dass sich das jemand absolut zum, wie so ein Wohnmobil umgebaut hat und ist damit rumgeflogen. Aber fliegerisch ist dieses auch eher so ein, ja, wir setzen es mal rein. Versucht es mal auszustimmen, obwohl ich vorhin geflogen bin, da ist es gestiegen. Also ich bin alleine, ich mache jetzt mal, dass ich das Flugzeug nur links hin lege, kein Seiten oder gar nicht. Bleibt genau so, was ich zum Schluss gemacht habe. Und das ist hier irgendwie komisch. Also, dass die gewisse Trägheit in dem Flugzeug drin ist, das ist okay. Es ist ja 30 Meter Flugzeug und es liegt mehr als 16 Tonnen voll, irgendwie eine ganze Menge. Also deutlich mehr als 16 Tonnen. Und es liegt einfach komisch. Es ist so. Es erinnert mich an diese, das Red Baron, also so roter Baron, Dreidecker. Und da konnte man so mit den Tasten das Ganze fliegen. Das war das Falsche.
Okay. Also mein Gedanke bei diesem Flugzeug ist, die volle Drehzahl, das sieht sehr komisch aus an den Propellern. Und jetzt kommt der nächste Spaß. Ich nehme mal das Gas voll weg. Ich habe immer noch mehr Lauf. Es klingt komisch und wir sind immer noch bei 2000 Umdrehungen, zwar sinken, aber das stimmt doch komisch. Ich meine, dass wir, wenn wir bei einem Flugzeug den Motor runterdrosseln auf, Leerlaufgeschwindigkeit und das Flugzeug bewegt sich, wir werden nicht die volle Leerlaufdrehzahl haben. Wir werden immer etwas drüber sein, weil der Propeller wird ja sozusagen durch den Wind auch in Schwung gehalten und wird sozusagen etwas beschleunigt, aber lange nicht so, wie das hier ist. Also in der Realität wäre das schon längst bei Leerlauf. Ich werde nicht weiterfliegen, ich werde jetzt auch nicht mehr viel mehr davon erzählen. Ich mache jetzt noch ein Bild. Ups, eins ohne Maus. Damit ich ein Vorschaubild habe für das Video. Ich verabschiede mich hier an der Stelle und sage schon mal vielen Dank für euer Interesse. Es wird keinen Daumen hoch geben und mir ist klar, wenn ich irgendetwas Schlechtes über irgendwas erzähle, wird es viele Daumen runter geben. Damit kann ich leben und immer wieder sei gesagt, was ganz wichtig ist, das ist meine Meinung. Es muss nicht endgültig eure Meinung. Ihr könnt euch das gerne kaufen, aber für die, die vorher gerne mal gucken, oder die sagen, hey, das wäre interessant. Oder die nicht wissen, ob, ist mein ganz eindeutiger Tipp. Und ich mache das überhaupt nicht gerne. Ihr kennt mich. Ich habe auch schon über Flugzeuge gesagt, okay, darüber erzähle ich gar nicht. Das waren aber kostenlose Mods. Da haben sich die Leute Mühe gegeben und haben kein Geld verlangt. Und mir ist es unerheblich, ob jemand viel oder wenig Geld verlangt. Wenn er Geld für etwas haben möchte, dann muss er auch irgendwas liefern. Und das hier ist in meinen Augen nicht abgedeckt. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich freue mich auf das nächste Video. Das wird definitiv erfreulicher werden. Bis dahin, ade, euer Fliegermädchen.